Es gibt mal wieder ein neues Update bei Lumina AI. Wir sind jetzt bei Update Nummer 3. Vor allem wurde einiges zu Himmel AI geändert. Es gibt aber auch kleinere Änderungen zu Augmented Sky AI. Das Hike-Format wird unterstützt, der Apple M1-Prozessor wird unterstützt. Und wenn du es etwas ausführlicher haben willst, dann bleib dran. Wenn du Lumina AI noch nicht haben solltest, dann kannst du gerne meinen Gutscheincode nehmen, dann lernst du auch meinen Nachnamen zu schreiben, Klapsus, und du kannst 10 Euro sparen. Und falls du jetzt ganz gespannt bist und hoffst, dass Bouquet AI endlich dabei ist, dann muss ich dich leider enttäuschen. Soll zwar noch diesen Sommer kommen, aber in diesem Update ist es leider nicht dabei. Wir fangen an mit Himmel AI. Im letzten Update kam ja die Spiegelung im Wasser dazu, dazu hatte ich ja schon ein Video gemacht. Und in diesem Update wurde das noch einmal deutlich überarbeitet und es kamen auch neue Funktionen dazu, um es feiner anzupassen. Wir schauen mal direkt rein. Ich habe mal ein Bild für euch rausgesucht mit sehr viel spiegelnder Fläche. Ich glaube, hier sieht man das durchaus am besten bei dem Bild, was sich geändert hat. Und ich wähle mal einen dramatischen Himmel, nicht weil ich das besonders toll finde, sondern weil ich finde, wenn die Farben komplett unterschiedlich sind, dann sieht man am besten auch, was ich mache. So, der ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben dafür, aber ich nehme trotzdem den wieder. Es hat sich auf jeden Fall die Spiegelung geändert. Das kann ich jetzt im direkten Vergleich nicht zeigen, aber die Spiegelung sind ein bisschen anders gemacht. Ob jetzt besser oder nicht, dafür müsste ich jetzt viele Bilder miteinander vergleichen, aber das haben die auf jeden Fall überarbeitet. So, das Erste, was ich jetzt mache, das hat sich zwar noch nicht geändert, aber das ist auf jeden Fall wichtig, dass man sich die Maske mal anguckt. Ich habe jetzt ein bisschen übertrieben. Eigentlich ist es eine blaue Szene und ich habe einen sehr roten Himmel. Und dann sieht man hier halt, dass die Übergänge nicht ganz stimmen bei den Bäumen. So, das kann ich ja zum einen über Gesamt, das gab es wie gesagt vorher auch schon, aber da auf jeden Fall darauf achten, dass ihr das anpasst. Wenn es direkt von Haus aus passt, dann lasst es so. Aber wenn es nicht passt, guckt euch das auf jeden Fall in 100% an und dann korrigiert das entsprechend. Und ich muss hier mit Gesamt hochgehen. Der Regler Details korrigieren soll oft auch Wunder wirken bei diesen kleinen Sachen. Ist mir aber nie aufgefallen. Also ich muss sagen, ich musste immer mit dem Gesamtregler hochgehen, damit der Übergang besser funktioniert. So, was ihr auch unbedingt machen solltet, ist, glaube ich, bei Himmelsausrichtung, genau. Himmel verblenden, gerade auch wieder, wenn es so große Unterschiede sind. Ne? Himmel verblenden heißt, er nimmt den Originalhimmel, behält den und verblendet den zu eurem Himmel. Und ich würde damit schon entsprechend so spielen, damit gerade so diese Unterschiede zu diesen blauen Bäumen nicht so stark auffallen. Und deswegen nehme ich das stärker rein, auch wenn dann das Dramatische in der Ferne ein bisschen schwindet. Aber wie gesagt, das bis jetzt ist noch nicht neu. Was neu ist, ist die Himmelsausrichtung. Vorher war alles so in einem. Also so, wenn der Horizont nicht stimmte, dann musste man halt den Horizont anpassen. Nee, da nicht, sondern hier. Und dann hat man auch gleichzeitig alles andere verschoben. Und jetzt ist das getrennt. Ich setze mal wieder auf 0. Und zwar Position des Horizontes. Der Unterschied zwischen Position des Horizonts und Himmelsausrichtung ist, hier müsst ihr den Horizont anpassen, dass es auch wirklich stimmt auf eurer Linie. Ich muss mal gucken, bin mir gar nicht sicher, ob das stimmt. Ich verschiebe mal. So. Gehe wieder runter. Ich würde sagen, das passte. Ne? Vielleicht einen Tick weiter runter. Aber eigentlich passt das. Okay, das ist Horizont anpassen, damit ihr wirklich genau auf der Kante liegt. Drehen könnt ihr natürlich auch, wenn ihr ein schiefes Bild habt, dass ihr den entsprechend dreht. So, das ist nur für den Horizont. Und der obere Bereich ist dann, um den Himmel anzupassen, so wie ihr das gerne hättet. Und da könnt ihr dann nämlich auch sagen, ihr senkt den doch weiter nach unten. Und das ist jetzt entsprechend neu, dass die Spiegelung auch richtig passt. Vorher passte das nicht, wenn ihr den Himmel so verschoben habt, sondern ihr habt den Himmel nach unten verschoben und dann ging auch die Spiegelung nach unten. Und jetzt, dadurch, dass ihr es trennen könnt, wenn ihr den Horizont richtig eingestellt habt, dann passt das auch mit der Spiegelung. Also ich könnte es hier ein bisschen anders machen, wenn ich möchte und die Spiegelung passt. Wenn das nicht ganz passt, dann muss ich das halt über meinen Horizont anpassen. Hm?
Ja, ich glaube so. So, minus, ob nur minus 1 oder 0 spielt wahrscheinlich kaum eine Rolle. Also, da kann ich dann sagen, ich nehme den ein bisschen weiter runter, wenn ich möchte. Und ich kann ihn natürlich auch nach links und rechts verschieben. Das ging vorher ja auch schon, das war gleich. Und jetzt ist weiter unten noch was Neues dazu gekommen. Also Szene neu belichten gab es vorher ja entsprechend schon. Das soll auch überarbeitet worden sein. Also dass die Ergebnisse halt besser aussehen, aber die Regler so sind gleich geblieben. Spiegelung, wie stark soll das Ganze spiegeln, gab es auch vorher. Grundeinstellung ist ja ungefähr 50. Wenn man es ein bisschen dramatischer machen möchte, kann man es ja ein bisschen höher stellen, ein bisschen niedriger stellen. So, was aber neu dazu gekommen ist, ist Wasserunschärfe. Manchmal ist es ja so, wie man hier sieht zum Beispiel, es gibt ja noch ein bisschen Reste von den älteren Wolken, ne? Und die sind ja so leicht unscharf. Da sieht man, dass die Wasseroberfläche ein bisschen wellig war und deswegen war es auch ein bisschen unschärfer. Und dann sollte man vielleicht die Wasserunschärfe auch ein bisschen anpassen. Und wenn ihr den Himmel im Wasser unschärfer macht, dann sieht das auch automatisch eher nach so ein bisschen weicherem Wasser aus und nach einer Langzeitbelichtung. Aber auch das muss natürlich zu den Wolken passen. Wenn die Wolken nicht ziehen, dann kann man das auch nicht zu unscharf machen. Also nur, wenn man jetzt sagt, ich will weiches Wasser. Wobei, das geht sogar fast, ne? Gut, würde ich aber trotzdem nicht machen, zumindest nicht bei diesem Bild. Wenn die Wolken ziehen und ihr habt eine schöne Langzeitbelichtung in den Wolken, dann kann man das auch hier schön weicher machen. Aber ich würde auf jeden Fall diese Wasserunschärfe, macht auf jeden Fall Sinn, das ein bisschen reinzunehmen. Die Erkennung von Wasserflächen klappt immer noch nicht perfekt. Mir ist aufgefallen, bei einigen Bildern klappt das sehr gut, bei anderen dann halt nicht so gut. Nichtsdestotrotz, ich finde mittlerweile gerade so die Himmelerkennung klappt sehr gut und mit den Tools vom Überblenden kann man Himmel, sehr, sehr viele Himmel austauschen. Und bei der Wasseroberfläche mal klappt es mal nicht. Mir ist aufgefallen, gerade bei trübem Wasser klappt es oft nicht ganz so gut. Aber da merkt man auch, wie von Update zu Update und jetzt auch bei Update 3, das einfach nochmal bei mehr Bildern wieder funktioniert. Und ich bin mir sicher, bei den nächsten Updates wird auch weiterhin dran gearbeitet. Was bei Himmel AI ja schon ging, dass du eine Vorschau auf die Himmel bekommst, ist jetzt auch bei Augmented Sky AI möglich. Du hast nicht nur einen Namen, sondern ein kleines Vorschaubild, damit du vorher siehst, wie das Objekt aussieht, bevor du es einfügst. HEIF steht für High Efficiency Image File Format und HEIC ist eine Variante vom HEIF-Format. Ich würde sagen, es ist der Nachfolger vom JPEG-Format und immer mehr Kameras unterstützen das langsam und immer mehr Programme unterstützen das langsam. Vielleicht kennt ihr das Format auch schon vom iPhone, das nutzt ja schon länger, den HEIF-Standard. Und dieses Format unterstützt Lumina schon seit dem letzten Update, aber auf dem Mac und jetzt auch neu für Windows. Ein weiterer Schritt aus meiner Sicht zum neuen Standard. Laden geht. Speichern, aber zumindest derzeit nicht. Interessant an HEIF ist übrigens, dass es 10-Bit unterstützt, JPEG ja immer nur 8-Bit. Wenn du schon einen Apple-Rechner haben solltest mit dem neuen M1-Prozessor, kannst du dich freuen, dann wird Lumina deutlich schneller. Lumina unterstützt jetzt direkt den M1-Prozessor. Was das für einen Geschwindigkeitsunterschied macht, kann ich nicht testen. Ich habe noch keinen M1. Ich warte noch auf den M2 und den MacBook Pro 16 Zoll. So, das war's. Mehr Unterschiede gab's nicht. Ein paar Kleinigkeiten, vor allem Himmel AI. Wenn ich dir das Fotografieren beibringen soll, dann schau mal hier bei meinem Online-Kurs vorbei. Und das Video zum letzten Update habe ich dir ebenfalls verlinkt. Vergiss nicht, mich zu abonnieren. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao.